Liebe Freunde, willkommen zurück zu Kennt ihr noch? Der Rubrik auf meinem Channel, in der ich für euch alte Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance Games zocke. Und natürlich machen wir heute munter weiter mit dieser kleinen Splinter Cell, Tom Clancy's Splinter Cell. So viel Zeit muss natürlich sein. Eskapade oder Serie, je nachdem, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir spielen heute Splinter Cell Pandora Tomorrow, der direkte Nachfolger zu dem ersten Splinter Cell auf dem Gameboy und Gameboy Advance. So viel Zeit muss sein. Und ich glaube übrigens auch der zweite Splinter Cell Teil overall. Will mich da in dem Fall nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe es ja schon im ersten, vor allem ist es nur angekippt, deswegen geht's gar nicht übrigens mit dem Rauslehnen. Ich habe es ja schon im ersten Splinter Cell, kennt ihr noch, gesagt, dass ich mich mit Splinter Cell eigentlich so gut wie gar nicht auskenne. Zumindest auch gerade was die chronologische Reihenfolge angeht. Da bin ich in dem Fall, was Stealth Games angeht, dann doch eher ein Metal Gear Solid Verfechter, aber ich glaube, da geht's den meisten von uns so. Gibt natürlich einige, die, glaube ich, auch Splinter Cell in dem Fall besser finden als Metal Gear Solid, aber ist ja auch, sind ja eigentlich quasi zwei komplett unterschiedliche Welten, während Metal Gear Solid eher Story- und Action-mäßig ist, also man auch Rambo-mäßig durchlaufen kann, habe ich ja alles im ersten Splinter Cell, kennt ihr noch schon gesagt. Es ist bei Splinter Cell wirklich haarscharf gestochen, geht's hier nur ums andere Mal. Eigentlich geht's nur ums, das wollte ich sagen, eigentlich geht's nur um Stealth. Und Rambo-mäßig kannst du komplett vergessen, weil damit kommt man in dem Fall natürlich nicht weit. Und ich glaube, das ist auch in den anderen, in den neueren Splinter Cell-Teilen ähnlich. Bis auf Splinter Cell Conviction, glaube ich. Es gab einen Teil, den Vash 12349 gezockt hat. Der ist ja ein bisschen so anders gewesen als die ersten Splinter Cell-Teile. Aber generell geht es wieder darum, wir sind natürlich Angestellter der NSA und wir dürfen anscheinend, vielleicht dürfen wir diesmal hier irgendwann früher oder später auch gegen Snowden antreten. Werden wir sehen, das Game wurde released am 24. März 2004 und ich schaue gerade nochmal nach. Der erste Teil für den GBA, also das reguläre Splinter Cell, was wir das letzte Mal hatten, wurde released am 27. April 2003, also genau ein Jahr später, am 24. März 2004. Ein Jahr später kam eben dann letzten Endes Splinter Cell Pandora Tomorrow für den Game Boy Advance raus. Und folgendes steht hinten auf der Boxart: Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, the sequel to the stealth action game Splinter Cell, once again casts you in the role of Sam Fisher, who is sent in to destroy top secret documentation held in the embassy of militia leader Suhadi Sadono. Use all new moves and prototype gear to infiltrate buildings and spare the hostages. This time you can take your games of espionage against three other players in online multiplayer mode, sehr cool, in which you choose to play as either a mercenary or spy. You've got the moves and the gear, now put them to use. Also hier wird online multiplayer gesagt, aber damals Game Boy Advance war noch nicht online, aber da kommt man ja quasi hier mit diesem Linkkabel, was ich übrigens auch noch irgendwo hier rumliegen habe, glaube ich, konnte man ja mit Linkkabeln die Gameboys eben verbinden und hat dann so letzten Endes gezockt. Also online ist auf jeden Fall ein bisschen weit hergeholt. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal rein ins Game. Es gibt übrigens hier keine deutsche Sprachausgabe. Also keine Ahnung, ob das Game überhaupt in Deutschland rauskam. Aber ich glaube allerdings schon. Und übrigens wurde das geratet, sehe ich gerade hier noch. Hat übrigens ein Rating von 3,68 bekommen. Genau. Und der erste Teil ein Rating von 3,54. Also leicht besser als der erste Teil auf GameFAQs zumindest. 5 ist das Maximum. Und ist auf Platz Nummer 6 der härtesten GBA Action Adventure Games. Und das Ganze 12,1 Stunden lang, also etwa 12 Stunden, ist man mit dem Game beschäftigt, wobei die Angaben der Spielzeit nicht wirklich immer ausschlaggebend ist, übrigens auf GameFAQs. Also die Leute, die da angemeldet sind, scheinen nicht so die schnellsten zu sein. Ist zumindest auf Platz 21 der kürzesten GBA Action Adventure Games. Was auch ziemlich krass ist, aber das sechsthärteste Game Boy Advance Action Game. Sind wir mal gespannt, Schwierigkeit ist auch auf hart eingestuft. In insgesamt 12 Votes. Das ist schon mal relativ ausschlaggebend, würde ich sagen. Aber gut, wir schauen mal, wie gut wir hier letzten Endes durchkommen. Das erste Splinter Cell, das erste kennt ihr noch zum regulären Splinter Cell, lief ja ganz gut. Und vielleicht können wir da heute nahtlos anknüpfen. Wir werden sehen. Aber in diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, I report with my hands. Stellen das Ganze natürlich mal auf Englisch. Schauen mal in die Options rein, was wir hier... Ja, okay, das ist, glaube ich, relativ gleich geblieben immer noch, was man hier auswählen kann. Die Credits brauchen wir nicht unbedingt. Und dann machen wir Select Game. Nehmen natürlich Nummer 1. AAA ist auf jeden Fall mal der Beste gewesen. Und können auch wieder mit Training anfangen. Wir schauen mal, wie viele Stages es diesmal gibt. Also Level Select Screen ist genau das gleiche wie im ersten Teil auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stages gibt es insgesamt. Das ist schon mal gut. Hat man schon mal einiges zu tun auf jeden Fall. Und wenn die Stages genauso lang sind wie im ersten Splinter Cell,
ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber wir beginnen mal mit Training, damit wir hier nochmal die Steuerung raus haben. So, mit links und rechts können wir uns bewegen. Double Tap in eine Richtung, damit sprinten wir. Alright, Fischer, we'll get through this as quickly as possible. We'll start simple. Follow the indications to get through the area. Das hatte ich auch vor. So, mit Springen können wir springen, logischerweise. Wir können die Gegner ebenfalls... Okay, das Ausknocken im ersten Teil hat mir ein bisschen besser gefallen, dieser Bionic Elbow. Aber okay, schauen wir mal. Mit R können wir die Waffe ziehen und mit L1, genau, können wir weiterhin nach vorne blicken. Select macht gar nichts und Start ist logisch, okay. Moment, Weapon? Haben wir da Assault Rifle und Flash Grenade? Okay, Vision? Thermal Vision haben wir. Oh, okay, Night Vision kennen wir, ja. Das ist die, genau, die bringt uns momentan noch nichts. Und wir haben Thermal Vision, also Nacht-, Wärmesichtgerät quasi. Das ist schon mal cool. Okay. Kann man auch schneller klettern? Nee, das geht nur in einem Tempo. Und ich glaube, genau, wenn wir jetzt nach unten drücken, dann können wir so hangeln und nach oben drücken, können wir uns so hangeln. Das ist also noch gleich geblieben alles. Okay, Double Tap nach unten klappt zumindest bei sowas. Und nach unten drücken ist crouchen. Auch nicht schlecht, ein paar Kniebeuge hier quasi. Schöner Fitness-Instructor. Ich glaube, der hätte da auf jeden Fall noch, wenn es mit der NSA-Karriere nicht mehr klappt, kann er da, glaube ich, drauf zurückgreifen, der gute Sam Fisher. Ja, ups. Kann man irgendwie Walljumpen? Nee, natürlich nicht. Ist leider kein Bruce Lee, unser Sam Fisher. Na. Müssen wir jetzt hier einmal außen rum oder was? Na, anscheinend. Man wird schon ordentlich bestraft, auf jeden Fall, für kleine Patzer. Hep! Okay, langsam jetzt. Komm. Gut, alles klar. Ich dachte, wir müssen da reinspringen, aber anscheinend nicht. Was schon mal gut ist. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen baumeln lassen wieder. Warum nicht? Und kann man auch irgendwie langsam hier nach unten gehen oder was? Anscheinend nicht. Ah, okay, und so klappt eine Rolle. Wenn man eben gedrückt ist und zweimal zum Sprinten quasi drückt in eine Richtung, dann macht man hier diese Rolle. Könnte eventuell noch eine Rolle spielen, werden wir noch sehen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nach unten, ansonsten geht es hier natürlich nicht weiter. Moment, Double Tap nach unten? Nee, klappt auch nicht, schade. Okay, dann durch hier. Good job, Fischer, we'll do the same thing again, but it'll be a bit harder this time. Follow the indicators to get through the area. Okay, dann haben wir anscheinend, genau, Videokameras mittlerweile. Mit denen kennen wir uns ja auch noch aus. Genau, das Sichtfeld wird uns weiterhin angezeigt mit L1. Oder mit L, besser gesagt. Moment, hier müssen wir irgendwo... Ah, hier müssen wir runter, okay. Logisch. Okay, da können wir uns fallen lassen. Das sollte klappen. Achso, okay. Dachte gerade schon. Weigert sich hier meine Informationen hier entgegenzunehmen, oder was? Ah, okay, hier können wir uns abseilen lassen, auch nicht schlecht. Auch mal eine Neuerung. Und das ist dann wohl Ammo, oder was? Alright, Sam, here you will need to use your weapons to take down all the targets. Wird gemacht. Genau, das ist Ammo. Und ups. Alles klar. Ah, das ist ganz cool eigentlich. Also verschiedene Höhenstufen gibt es anscheinend auch. Hallo? Wie? Okay, das ist klar, wie wir das da oben treffen. Oder auch nicht. Moment. Können wir aim? Ah, wir können aim. Okay. Das erklärt, wie wir das da oben treffen. Aber wie wir das da unten treffen, ist immer noch ein kleines Mysterium. Moment. Ha. Wir können zumindest so nicht nach unten aim. Können wir einfach weiter? It's not time for this. Ja, doch, doch, Junge. Hä? Wie funktioniert das denn? Zumindest haben wir hier Unlimited Ammo. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ah, Moment. Kann das sein? Ah, alles klar, okay. Gehen wir mal ein bisschen näher. So. Ups. Okay. Das ist schon mal cool. Das ist ein bisschen mehr Gameplay-tief. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch so war, aber ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Looks good, Fischer. We're ready to move on to get through the next door. You'll need to use your lockpicks. Ah, ja. Das hat mir am besten gefallen eigentlich am Game. Moment, das hier zuerst, genau. Dann brauchen wir das hier. Wollen wir mal ein bisschen aufgepäppelt, grafiktechnisch. Das sah ja im ersten Teil nicht ganz so schön aus wie hier. Das hier war am coolsten, genau. Ah, das ist auch ein bisschen härter geworden, glaube ich. That's what she said.
So, sehr gut. Gib mir die Dokumente. Na? Oder auch nicht. Na gut. Weiter geht's. The room is dark, Fisher. You'll need your night vision to get through it. Press start to open your... Ja, wissen wir ja. Obwohl wir eigentlich so auch ganz gut sehen, aber okay, machen wir das mal. Night vision. Sehr gut. Mit demselben Soundfile, den es auch auf der Konsolenversion gab übrigens. Now your thermal vision, select it from your inventory as before, then pass through the room, avoiding the lasers on the floor. Wird gemacht, Junge. Ups. So, thermal vision. Gut, hier müssen wir natürlich so durch, das ist klar. Snake hat seine Zigaretten ausgepackt auf jeden Fall und Sam Fisher benutzt Thermal Goggles. Fisher, press your control pad up to flatten your back to the wall and learn to conceal yourself behind certain objects. Welcher Object denn, wenn ich fragen darf? Hm. Ach, hier wahrscheinlich, ne? Oder? Nee. Hier können wir nicht hoch. Ah, Moment, ich gehe mal wieder auf die reguläre Vision, genau. Hm. Okay, hier haben wir schon mal einen Gegner. Ich glaube... Ich kann zumindest nicht nach unten aimen. Hm. Do you see the technician in front of you? Nah. Grab him from behind by pressing the B button. Okay, gedrückt halten oder? Gedrückt halten anscheinend. Now force him to cooperate with you. Move in front of the optical scanner and press control pad up. By using him you will be able to open the door. Ich lass mal los. Ne, okay, wir müssen nur einmal kurz drücken. Okay. Das ist auch nochmal neu. Das ist cool. Das gab's ja im ersten Teil nicht. Da konnte man die Gegner nur ausschalten. Und hier können wir die mittlerweile auch als Schild benutzen. Excellent. Now for the last step. To prevent detection, you can hide the bodies. From those of you you've killed, first of all, knock out the technician. Now crouch down at his head or his feet. Press the B button to drag his body in one direction or the other until he is hidden in the shadows. Okay, das ist geil. Okay, kurz einmal antappen. Bap. Leichte Stiege auf den Hinterkopf. Und dann B gedrückt halten. Okay. Das geht automatisch. Good. Sharp work, Fisher. Be ready for it and do us proud. Welcome to the MSA. Oh ja, das wollte ich schon immer mal gehört haben. Definitiv. Good. Mission complete. Sehr gut, also mehrere neue Sachen, die jetzt hier innerhalb von einem Jahr hinzugekommen sind für die GBA-Version, finde ich schon mal sehr cool. Schauen wir mal, wie das hier im Gameplay letzten Endes umgemünzt wurde. Embassy 1. Fisher must destroy sensitive data in the US Embassy in Dili before the occupying terrorists gain access. Terrorists. Once he has discovered that the data has already been compromised, he must identify that data and its thief. Wird gemacht. Fisher, welcome back to the front. You remember Douglas Shetland? He has US government contract, so we are calling him a private military contractor. He was unlucky enough to be inside when Sadono took the embassy and short-sighted enough to be holding sensitive data on his palm top. We need to know how much data was lost, but your first objective is getting inside the embassy. This situation is delicate and largely unknown, so walk softly. Wird gemacht. Walking softly. Das kriegen wir doch hin. So, Moment. L1, schauen wir mal, ob ich hier irgendwas... Erinnert mich ein bisschen an Final Fight übrigens. Der Kampf gegen... Oder die... Ja, die Stage, in der man dann letzten Endes gegen Rolento kämpft. Hat ein bisschen was davon. Okay. Ich glaube, hier runter geht's definitiv nicht. Lass mal kurz schauen. Huh. Kann man hier irgendwo runter oder was? Moment. Wahrscheinlich gehen wir down, aber ich will mal sehen. Ja. Leap of Faith. Hätte er sein können, dass wir da irgendwie runter müssen. Oder ich habe noch irgendwas übersehen. Hier kann man nicht drüber. Hm. Direkt schon im ersten Level von der Hürde, oder was? Kann man die... Nee, kann man nicht. Ja, gut, der. Ach so. Ja, alles klar, gut. So funktioniert das. Naja, hinter certain objects, logisch. Hier wahrscheinlich wieder, ne? Ach, Double Tap, oder? Moment. Ne, nur einmal, aber irgendwie muss ich gerade einen Double Tap, glaube ich, machen, um das durchzuführen. Naja. So, hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Jop. Und natürlich hier weiter, ganz klar. Easy. Machen wir ein bisschen so, bevor das hier uns noch irgendwie piekst.
Und da haben wir ein Target. Links oben haben wir auch ein, oder in der Mitte oben haben wir auch ein Radar, in dem wir sehen können, wo Gegner sind. Ich glaube übrigens, der bewegt sich nicht. Da ist ja der erste Gegner im Game ist. Oder? Sieht nicht so aus, deswegen schnappen wir uns den einfach mal, wie wir es gewohnt sind. Schleichen uns hier an. Und, Junge! Under arrest, boy! Komm mal schön mit mir mit. Die Frage ist, ob wir den unbegrenzt lange halten können. Aber das sieht ganz danach aus. Gut. Das reicht. Hab gerade noch geschaut, ob wir irgendwie L oder R noch drücken können, wenn wir den als Geisel haben. Ist allerdings nicht der Fall. Also wir können weder L noch R drücken, wenn wir eine Geisel haben. Da! Ja. Okay, ich geh nochmal kurz raus und komm nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht dann so auf festen Boden kommen. Am besten warte ich mal hier. Der scheint nicht so ganz kurzsichtig zu sein, der Kollege. Hat aber ein bisschen gedauert, bis er uns bemerkt hat, ne? Also der schnellste ist er auf jeden Fall nicht. Bupp! So, hier haben wir irgendwo noch einen. Ich glaube, den verstecke ich mal am besten. Oder auch nicht. Moment. B gedrückt halten, ne? Eine andere Richtung, Fischer! Ja, genau, in die Richtung. Okay, weiter geht nicht. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Können wir den Gegner schon mal vermeiden? Ich hoffe mal nicht, dass er ihn sieht da unten, aber ich glaube, wir sind da safe, was das angeht. Noch einer von denen. Können wir hier rein? Ja. Ja, ups. So. Safe! Sehr gut. Vielleicht haben wir irgendwie Ammo oder sowas da drin, ne? Würde sich gerade auf jeden Fall bezahlt machen. Ist zumindest Ammo. Keine Ahnung für was, aber es ist Ammo. Und das ist das Wichtige. Gut. Ein Schuss. Was? Ein Schuss reicht, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie dürfen wir anscheinend nicht schießen. Na gut. My God, Fischer, that was pure madness. I don't know what to say. Get out of there. The mission's... Warum denn? Hat irgendwas falsch gemacht? Oh Gott, wieder am Anfang. Oh Gott. Na okay, das ist hart. Aber na gut. Back to the beginning. Take you back. Do, 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 do. Take you back. Wie angesprochen, man darf auf jeden Fall in Tom Clancy's Splinter Cell definitiv keine Rambo-Methode machen. Aber ich dachte jetzt, okay, der Kollege ist ein bisschen auf Range und bevor ich von dem gesehen werde, gebe ich dem mal kurz eine kleine Bullet ab. Aber anscheinend dürfen wir das nicht. Naja, die NSA ist ja auch nett, selbst zu Terroristen. In Anführungsstrichen. Na gut. Dann machen wir es auf die althergebrachte Art, ne? Ah, bupp. Wozu kriegen wir dann eine Waffe, wenn wir sie nicht einsetzen dürfen? Also mal ganz ehrlich, ne? Normalerweise ist Amerika oder handelt Amerika dann normalerweise anders, oder nicht? Naja. Mal schauen. Und go. Also wir müssen gar nicht crouchen. Die Gegner hören uns auch so nicht, wenn wir eben hier einfach auf die zurennen. Also sind zwar nicht wirklich kurzsichtig, aber dafür kurzhörig, so wie es ausschaut. Schnappen wir uns nochmal die Ammo hier drin. Ah, das gefällt mir am besten an diesem Game, irgendwie dieses Schlösser knacken. Das ist schon sehr cool gemacht. Also gerade hier solche Locks. Na, komm. Genau. Und zack. Ammo! Vielleicht hat in dem Fall unsere Waffe auch keinen Schalldämpfer. Das kann auch gut sein, aber das wäre ziemlich bekloppt für eine Stealth-Mission. Bupp. Ich glaube, den können wir hier liegen lassen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie einer kommt, der ihn sehen könnte. Ups. Wir sitzen hier voll im Licht, das ist mir schon klar. Aber ich will nochmal schauen, ob der Kollege sich eventuell bewegt oder nicht. Von hinten kommt, glaube ich, keiner. Gehe ich mal davon aus. Und der scheint sich auch nicht zu bewegen übrigens. Ja, trotzdem fühle ich mich hier übrigens sicherer, wenn ich hier auf die zu krauche. Ziehen wir den nochmal. Wir wissen übrigens, wenn wir jetzt hier stehen, rechts vom Gegner, dann ziehen wir ihn automatisch nach rechts, so weit wie es geht. Und wenn wir links stehen, dann ziehen wir den so weit wie es geht eben nach links. Das ist quasi so die Methode hier. Okay. Achso, einfach weitergehen, das geht auch, okay, gut. Wupp.
das hätte nochmal ins Auge gehen können hier. Schauen wir nochmal eben. Okay, warte mal, bis der wieder an der zweiten Laterne hier kurz hält. Genau. Und go. Und bup. Ah, den zieh ich mal lieber ein bisschen weiter weg. Weil wir haben rechts anscheinend zwei Patrouillen, die da rumlaufen. Schön mal ins, schön mal ins Licht gelegt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, ja. Hm. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Hm. Irgendwie müssen wir ja, glaube ich, hier hinter die Wand da kommen. Oder besser gesagt, hier oben drauf, oder? Weil ich glaube nicht, dass wir so einfach dran vorbeikommen. Da! Kommt der auf uns zu? Oh, ja, okay, der kommt auf uns zu. Gehen wir mal kurz wieder aus der Area raus und wieder rein. Wie wir da jetzt... Ja, no alarm, ich weiß. Wie wir da jetzt dran vorbei... Okay, zumindest haben wir hier einen Checkpoint. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir zumindest auch mal ein bisschen experimentieren. Mann! Halt mal auf, Jungs. Soll denn der Mist? Go, go. Ach, vielleicht muss ich den mitnehmen? Kann das sein? Hm. Ist die Frage, ob man den jetzt über die Stairs hier überhaupt dingsen kann. Ich glaube nämlich in dem Fall eher nicht. Moment. Das funktioniert anscheinend auch nicht. My God, Fisher, that was pure madness. Shut up. Hm. Ich glaube nicht, dass wir so einfach weiterkommen. Ich glaube, wir müssen da irgendwie... Ach, Mann! Ah, jetzt, Gott, bin ich doof. Weapon, Flash Grenade. So sieht's nämlich aus. Eine haben wir immerhin und ich glaube, die müssen wir genau dafür auch einsetzen. So einfach kann's sein. Ups, nicht so weit. Der Kollege kommt ja auch noch. Bam. So, Jungs. Jetzt wollen wir mal, würde ich sagen, ne? Ups, nicht zu weit. Nee, eigentlich solltest du die Flash-Grenade nehmen, Junge. Wenn ich wüsste, wie. Ha. Huh. Schießt er die oder was? Ah ja, okay. Schön gemacht. Anarmt den Kollegen. Ups. So muss das. Also wir haben ihm schön nochmal die Waffe weggenommen. Das ist cool. Oh Gott. Oh Gott. Keine Crash Bandicoots. Reference hier. Ich glaube, hier müssen wir dasselbe nochmal machen, oder? Oder wir machen das so, dass wir ihn holen. Ausnocken. Und dann holen wir ihn. So. Ja, okay. Hätte auch besser laufen können, zugegebenermaßen, aber okay. Hier haben wir wieder zwei. Das heißt... Ups. War ein bisschen zu früh, aber okay. Alles Gute kommt von oben. Objective complete. Alles klar. So läuft das. Oh, noch ein bisschen spirituelle Musik hier, oder wie? Und das wird auf jeden Fall uns nicht kommen. Bam. So, mit Select können wir übrigens auch hier die Ammo direkt switchen, was ganz cool ist. Ups. Come here, boy! Genauso spielt man Splinter Cell übrigens normalerweise nicht. Aber man kann es ja mal wagen. Komm her! Okay. Ja. Ich hoffe, wir können jetzt hier unsere Waffen benutzen, weil wir haben nämlich keine Flash-Grenades mehr. Deswegen wird es hier, glaube ich, ein bisschen schwerer, da voranzukommen. Beziehungsweise an denen vorbeizukommen, soll ich sagen.
Wehe. Wie soll ich dann da vorbeikommen, bitte? Einfach durchrollen da unten, oder was? Kann gut möglich sein. Warum geben die mir übrigens auch eine Waffe, wenn ich sie nicht einsetzen darf? Was soll denn das? Mein Gott, Game. Mein Gott, Game. Only in America. Ups. Bitch. Und... Wie sonst? Oder Moment, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Wir nehmen den Kollegen hier vorne einfach mit. Was hält der davon? So, wir nehmen den hier. Und dann schauen wir mal, wie sie reagieren. Die Flachzangen da hinten. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, ne? Drückst einen Alarm wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Was sonst? Na gut, auch mal interessant zu sehen. Haben wir irgendwo einen Safe oder so? Hm. Oder hast du vielleicht irgendwas, was du mir geben könntest? So Flash-Grenades wären ganz cool gerade. Hm. Moment, wir können mal kurz hier... Da geht auch Nightfischen? Naja, ist ein bisschen zu früh dafür noch. Aber schauen wir mal, was hier noch kommt. Also da haben wir auf jeden Fall den Alarm. Den kennen wir ja mittlerweile schon. Okay, hier haben wir unsere Mission starten auch nochmal. Ich muss mal kurz sehen, wann ich hier genau sichtbar bin. Hier. Ha. Roll! Oh, was denn, ey? Das geht nicht! Aber ich krieg's noch raus. Irgendwie kriege ich das noch raus. Irgendwie. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber irgendwie wird das schon. Ich renne einfach auf die zu jetzt. Soll's. Nee! Bitch. Ich weiß. Ah. Bla 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 bla. Okay, ein Versuch noch, danach konsultiere ich ein Walkthrough, weil das gibt's doch nicht. Darf doch nicht wahr sein, sowas. Hm. Denkt mal nochmal genau darüber nach. Können wir uns hier irgendwie gegenpressen oder so? Ach Gott, so easy. So easy eigentlich. Werden wir hier gesehen? Nee? Okay. Ach Gott, so einfach manchmal, ne? Bitch! Na gut, zumindest musste ich ja keinen Walkthrough oder Video konsultieren. Zumindest habe ich es ja selber rausbekommen. Das wäre auch schon mal was. So, ich denke, könnten wir von oben übrigens ausschalten. Das wäre kein Problem. Die Frage ist, wo die anderen beiden sind, weil ich habe hier gerade... Oder zwei rote Punkte gerade ausmachen können. Könnte gut sein, dass die hier oben unterwegs sind. Ich glaube, sobald die übrigens auf dem Radar zu sehen sind, genau, kann ich die mit L1 zu Beginn sehen. Okay, der kommt ein bisschen nah. Der kommt ein bisschen sehr nah. Ah, ich glaube, den könnten wir von oben sogar ausschalten, aber es könnte auch gut sein, dass der uns vorher sieht. Bam. Und den werde ich erstmal in eine andere Ecke ziehen, bevor er noch gesehen wird. So, ich glaube, hier ist ganz gut. Okay, den Alarm können wir schon mal nicht betätigen. Das ist schon mal eine gute Sache. Auf die Plattform da unten hier in der Mitte sollten wir eigentlich springen können. Und hier sehe ich ansonsten keinen. Aber der Schein kann natürlich trügen. Wir hätten nach unten lang gehen können anscheinend. Oh shit. Das war nicht das Beste. Okay, gut. Das war gerade übrigens auch nicht. War nicht die beste Idee, definitiv nicht. Ich glaube, wir müssen hier rein. Aber es könnte sein, dass wir hier noch irgendwo... Sidetrack-mäßig irgendwas haben.
Was hat jetzt genau den Alarm ausgelöst? Vielleicht haben wir den... Oh Gott, wieder von hier. Vielleicht haben wir in dem Fall nicht den Körper versteckt und er wurde gesehen. Das kann natürlich auch gut sein. Niemals die KI unterschätzen. So, ich schleiche mal hier kurz an euch vorbei, Jungs. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich denke schon. Schauen wir mal nicht, dass der uns noch sieht. Natürlich sieht er uns. Versuch's, Junge. Versuch's. Ich sag's dir, Junge. Wird nix. So, ziehen wir den mal ein bisschen aus der Reichweite. Oh, Moment. Okay, gut. Hier soll's eigentlich passen. So. Na. Eigentlich solltest du dich nur hinknien. Das kommt mir irgendwie random vor. Wann der Alarm ausgelöst wird und wann nicht. Aber ich weiß schon, was sie jetzt meinen mit auf Platz 6 der härtesten GBA-Games. Es könnte wirklich sein, dass wir die im Körper vielleicht nicht gut genug verstecken. Das wäre zumindest jetzt meine Erklärung dafür. Warten wir mal ein bisschen weiter hinten, weil der ja anscheinend ziemlich weit hier in unsere Richtung kommt. Natürlich sieht er uns wieder. Sieht auch ein bisschen unbeholfen aus, muss ich sagen. Moment. Ach, die waren das. Komm. Mann, Sam, jetzt. Hallo. Ein bisschen minder bemittelt hier gerade, aber was ist mit dem nicht richtig? Und ich dachte gerade übrigens schon, der Kollege unterhält sich jetzt alleine oder so, aber anscheinend nicht. Ich hoffe mal, der kommt nicht in die Richtung, deswegen werde ich den mal am Leben lassen, der Kollege links. Oder war da noch ein Alarm? Na, lassen wir ihn mal leben. Jetzt wissen wir zumindest, was den Alarm hier ausgelöst hat. Weil da hinten habe ich immer noch keine Ahnung, wer es war. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hinter dem Busch diesmal. Das Böse! Okay. Es fallen noch die erste Mission, glaube ich, ne? Also wir waren noch nicht einmal im Titlescreen wieder, um zu sehen, dass wir jetzt hier in der zweiten Mission sind. Definitiv hart. Und die Checkpoints sind anscheinend auch relativ rar gesät, overall. Hier ist immer noch safe. Rechts unten sehen wir auch den Indikator, der jetzt quasi bei rot ist. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gesehen und das waren die Kollegen links, das ist mir klar. Die wollen ja auch immer Probleme, ne? So, den müssen wir ausschalten und den da hinten anscheinend auch. Weil er sonst ja sehr gerne mal den Alarm ebenfalls auslöst. So. Die Kollegen können wir, glaube ich, überall hier liegen lassen. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Na. Ja. Ups. Gehen mal weiterhin oben lang. Na, erstmal den ausschalten. Ich nehme mal hier hin. Weil da unten haben wir ja auch noch eine Patrouille gerade gesehen. So. Obwohl, ich glaube, das war die hier oben, ne? Ich glaube, ja. Ja, sieht so aus. Bam. Und erstmal schön aus dem Licht ziehen. So. Gut. Schon viel besser. Können wir da oben irgendwie hin? Nee. Auf den können wir uns eventuell fallen lassen, wenn er weiterkommt. Aber anscheinend nicht. Nehmen wir ein bisschen Fallen Damage. Auch kein Problem. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier delikatiös vorgehen. Jetzt ist hier Fingerspitzengefühl gefragt. Der bewegt sich von uns weg. Das ist schon mal gut. Hey, Boy! Komm hier. Bam. Sehr gut. Alles klar. So, schauen wir erstmal ein bisschen weiter nach. Okay. Diesmal gehe ich auf jeden Fall in diese Area da übrigens rein, in diese Tür. Falls die überhaupt offen ist. Ist sie nicht. Gut.
Alles klar. Das war in dem Fall alles, das ich wissen wollte. Okay. Hier oben ist anscheinend keiner, sondern nur hier unten. Frage ist, ob der sich bewegt, aber das sieht zumindest nicht so aus. Dann ist die Frage, wie er uns vorher gesehen hat. Na. Bitch. Okay, zumindest können wir den hier rausziehen. Hier mal schön in die Schatten, so. So, schauen wir mal. Ich habe nämlich anscheinend wieder einen Guard. Aber ich glaube, der bewegt sich auch nicht wirklich weiter. Na, Junge. Hehe. So einfach geht das. Soll ich mal schauen, ob da oben übrigens irgendwas ist? Wenn wir jetzt hier den Parcours auf uns nehmen. Okay, hier wäre zumindest eine Pipe, an der wir uns hätten langhangeln können. Also den oberen Weg, der wäre auch wieder eine Möglichkeit gewesen. Keine Ahnung, wo der jetzt in dem Fall anfängt, aber okay. Ach ne, wir müssen da lang. Okay, das wäre eine andere Sache. Und ich glaube, die Wache da rechts kann ich liegen lassen. Ich glaube, da kommt so schnell keiner hin und bemerkt die. Lass uns mal hängen, weil damit geht's ein bisschen flinker. Ulala. Vielleicht sollten wir erstmal wieder hoch hier. Das ist auf jeden Fall haarscharf. Na, was geht's? How's it hanging? Come here, big boy. Boop. Okay, hier müssten wir reingehen können. Yep. Take care, Fisher. Inside the embassy, only close-range attacks and drop attacks may be used. Lethal attacks will result in a mission failure. A triggered alarm will result in mission failure. Now you have to locate Douglas Shetland. Das war bisher übrigens auch so. Also sowohl die Mission, das Missionsziel, als auch die... Als auch, dass wir hier keine tödlichen Waffen benutzen dürfen. Hier hinter kann ich mich übrigens nicht verstecken, was ein bisschen blöd ist. So, der ist schon mal K.O. Hä? Also. Okay. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Von dem Kollegen hier links. Wahrscheinlich schon. Deswegen gehe ich mal lieber ein bisschen wieder auf Distanz. Okay, der kommt gar nicht so weit. Schauen wir nochmal. Immer auf Nummer sicher gehen hier. Ist nie verkehrt. Ja, okay. Und gotcha. Ich glaube, einer der schwereren Dinge hier in Splinter Cell ist, Leute oder durchzukommen, ohne Leute wirklich zu killen, aber. Das machen wir ja gerade quasi. Wir dürfen ja keinen killen. Und das war nochmal haarscharf gerade. Habe ich schon gefragt, wann hier die ersten Sicherheitskameras kommen. Na, für die NSA ist das ja kein Problem, ne? Die haben ja Mittel und Wege. Jetzt wird es wieder ein bisschen kniffliger. Anscheinend. Yes! Okay. Tactical Awareness. Tactical fucking Awareness. Gehen wir jetzt erst. Okay, wir wurden nicht gesehen. Das ist interessant. Ups. Ich glaube, hier ist ein Checkpoint, oder? Hier unten. Weil ich glaube nicht, dass ich das gerade eben, was gerade eben passiert ist, nochmal hinbekomme. Ja, super.
Gott, die Checkpoints sind ja echt scheiße gesetzt hier, ey. Also echt eine Rarität, definitiv. Das war, glaube ich, im ersten Splinter Cell-Teil für den GBA ein bisschen humaner. Die Checkpoints. Weil einfach mal im toten Winkel von der Kamera durchgerusht. Das kriege ich auch in 3 Jahren nicht mehr hin. Hab! Abau! Vor allem ist es immer noch das erste Level, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und dann eben mit so wenig Checkpoints. Komm durch da. Jawohl. Ungestüm, wie wir es gewohnt sind. Aber gut, damit muss man eigentlich sagen, wenn die Checkpoints so selten... Wenn die so selten Checkpoints sind, dann ist man natürlich umso vorsichtiger bei der Vorangehensweise. Im Normalfall. Weil so wie wir gerade eben gefasst wurden, das war ja einfach nur eine Blödheit. Man hätte eigentlich nicht passieren müssen. Stand ich ein bisschen zu weit in der Kamera. So. Aber wir haben gesprochen, somit ist man auf jeden Fall um einiges vorsichtiger. Wenn man hier weitergeht. So, ich bleib mal hier stehen. Das war relativ eindeutig, dass man sich da verstecken kann, aber... Scheint zumindest keiner in der Nähe zu sein. Da hätte man mal durchpacen können eigentlich, aber... Ah, aus Versehen Double Tap, scheiße! Okay, einen Versuch machen wir noch und ich glaube, dann passt das schon für die heutige Aufnahme. Ich habe nicht mal eine Mission dann geschafft, ey, das ist halt... Das ist krass. So, Junge. Das war Nummer 1. Dann holen wir uns hier eben noch Nummer 2. Das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Und übrigens, kleine Information, die kann ich hier schon mal schön droppen. Genau, wir haben noch keine Kamera. Ich habe ja beim... Als ich das kennt ihr noch zum ersten Tom Clancy Splinter Cell für den Game Boy Advance gemacht habe, da habe ich ja erwähnt, dass ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass ich zu Tom Clancy Splinter Cell für den GBA, mein Gott. Auf jeden Fall, dass ich mir dazu vorstellen könnte, ein Let's Play zu machen und das wird definitiv kommen. Also Tom Clancy Splinter Cell für den Game Boy Advance, der erste Teil, den werde ich definitiv irgendwann Let's Playen. Momentan läuft ja als Hauptprojekt, sage ich mal, Mini Ninjas und sobald das durch ist, werde ich mich, glaube ich, wirklich Tom Clancy Splinter Cell für den Game Boy Advance widmen. Ich gehe übrigens diesmal nach links. Das ist vielleicht mal eine ganz gute Idee. Weil rechts scheint mir in dem Fall kein Glück zu bringen. Wir können gar nicht rechts lang. Und warum hast du mich jetzt gesehen? Willst du mich verarschen oder was? Ich bin gerade eben aus dem Fahrstuhl gekommen. Aufpassen bei den Kameras mittlerweile. Bloß keinen Double Tap aus Versehen hinlegen. Okay. Noch ein Versuch. Ich krieg das hin, verdammte Axt. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht mit Sam Fisher hier, mein Gott. Und einen Cut werde ich auch nicht machen hier. Das ist alles live, raw footage, yo. Fuck you. So einfach kann man die ausschalten. Ja, komm. Nein! Gut. Gerade nochmal so. Kurz vorm Feueralarm oder generell vom Alarm nochmal kurz resigniert. Warum nicht? Zählt nicht, der Try übrigens. So. Bin langsam leid hier zu warten, ey. Was soll denn der Mist? Resignier nochmal vor dem Schalter, bevor du ihn drückst. Ja, dankeschön. Nicht die hellsten auf jeden Fall, nicht die hellsten. Ey! So, hier müsst ihr jetzt... Genau,
die Überwachungskamera kommen. Ich glaube, wenn wir die Körper übrigens da im Sichtkegel liegen lassen, ich glaube, dann werden wir ebenfalls geschnappt. Oh, und da wären wir übrigens schön gearscht, wenn wir jetzt hier stehen würden, weil ich glaube, da würde uns die Kamera noch sehen. So wie es ausschaut. Schade, dass hier die Kameras nicht angezeigt werden auf dem Radar, sondern nur die Gegner. Gott. Noch ein Versuch, Mann! Na gut, zumindest können wir die jetzt hier wesentlich schneller ausschalten als zu Beginn. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser abtimen müssen, das kann gut sein. So, ich laufe mal kurz mit dir mit. Ein bisschen joggen ist nie verkehrt. Vor allem für die Gelenke. Ja. Ah, der klingt aber ein bisschen schneller hier im Resignieren anscheinend, ne? Als die anderen bisher. Deswegen hat er uns auch fassen können. So, hier glaube ich die nächste Kamera jetzt gleich, ne? Genau. So könnte das übrigens was werden. Jetzt hätte ich, glaube ich, direkt durchpacen müssen. Dann hätten wir den auf jeden Fall gekillt. Jetzt kann er wahrscheinlich vorher wieder den... Ne, ich kann nochmal zurück. Würde, glaube ich, vorher wieder den Alarm drücken. Komm, 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 komm. Gut. Alles klar. So, jetzt aber. Hat sagen weh, hier dieser Fuzzi sieht. Natürlich sieht er mich wieder. Ja, das war eigenverschuldet auf jeden Fall. So, und jetzt hier vorsichtig vorgehen. Fast wieder ein Double Tap aus Versehen übrigens. So. Ich glaube, wir waren wirklich nur Kameras. Ich bin gerade traue, hier nach vorne zu drücken, ne? Nicht traue, nach vorne zu drücken. Okay. Da haben wir schon mal einen. Gegner wieder. So, hier sind wir erstmal vorerst sicher. Und ich glaube, der Soldatenkollege kommt auch nicht so weit. Der Kegel der Kamera reicht ebenfalls nicht aus. Okay. Bewegt sich, glaube ich, wieder weg. Jawohl. Gut. Okay, jetzt ziehen wir dem erstmal ein bisschen weiter weg. Okay, das war nochmal eine richtige Entscheidung. Also den wegzuziehen. Und ich glaube, der hat den auf jeden Fall gesehen. Okay, wieder Lockpicking Time. Ach, das ändert sich diesmal auch, oder was? Ja, anscheinend. Okay. Nochmal ein bisschen schwerer geworden. Definitiv. Gut. So. Gibt anscheinend wieder zwei Möglichkeiten, hier lang zu gehen. Der eine Weg ist anscheinend der richtige und der andere wahrscheinlich der falsche. Ich wollte sagen, wir gehen wahrscheinlich den falschen, aber vielleicht auch nicht. Und ich glaube, hier müsste jetzt definitiv ein Checkpoint sein. Ansonsten wäre das ein bisschen inhuman. Mindreader. Hab mir schon gedacht, der Kollege muss auf jeden Fall jetzt langsam mal wieder sich umdrehen. Da dürfen wir da hacken, oder? Wir brauchen dafür eine Keycard.
Wahrscheinlich letzteres. This door is locked. Find the keycard. Ja, natürlich. Das heißt, das war schon mal der falsche Weg. Das war ja klar, wenn man die ganze Zeit schon nach rechts geht, dann muss man irgendwann mal zuerst nach links gehen. Videogame-Logic. Wenn jetzt hier kein Checkpoint war, ne? Gut. Ich war schon bereit, hier vom Glauben abzufallen, aber muss ich zum Glück nicht. So, wir können mal versuchen, uns hier dran vorbeizuschleichen an den beiden Pappnasen. Nee, das sieht man auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Den müssen wir dafür allerdings umlegen. Weil da führt ja kein Weg dran vorbei. Und... Big Baby Baby. Der scheint sich hier nicht umzudrehen, aber das wird zu seinem Fehler. Ah, Keycard. Sehr gut. Und der Weg ist auch nicht allzu weit. Als dass wir den jetzt hier nicht ohne Probleme durchstreifen könnten. Shit. Ach, hier kann man durch. Das war mir in dem Fall auch neu. An dem Ding nur nicht. Das sieht doch genau gleich aus. Aber nee, okay, das hier rechts ist im Vordergrund und das hier links im Hintergrund. Das sieht man schon, okay. Okay, mein Fehler. Und sagen hier ein bisschen vorsichtig, weil hier ist wieder Überwachungskamera-Time angesagt. Komm durch! Gut. Fuck you. Alles klar. Nochmal kurz hier vorausschauen. Okay, da haben wir eine Kamera. Die geht gerade nach rechts. Ja, perfekt für uns. Alles klar. Haben wir eine Geisel oder was ist das? Anscheinend, ne? Douglas, it's been a while. Fisher, my god, man, you're getting old. Dankeschön dafür. I'm here on damage control. Just came to smash your computer. Thank god, or the CIA maybe. Keep guessing. Maybe you've got a use for this. It's a storage device I pulled off the gorilla I killed. Find my lost palm top and destroy it after use. Here's the routing ID for the GPS system 3. Kann ich mir merken, kein Problem. Okay, wir können da nicht wieder zurück, okay. Der bewegt sich, glaube ich, nicht. Sieht nicht so aus. Hä? Was? Was war jetzt der Fehler hier? You've killed the last person who could have caught... Achso. Ups. Ja, gut. Da müssen wir das wohl irgendwie anders... Irgendwie anders aus der Welt schaffen, ne? So, oder was? Ach so! Ach Gott, bin ich doof. Ich weiß, ich sehe den Scanner da, ich sehe ihn. Ich weiß schon. Nicht der hellste manchmal, der Giant, definitiv. Ach, das war so wie in Metal Gear Solid mit Meryl, dass man da irgendwie, ne? Dass man da irgendwie was machen muss. So, jetzt können wir ihn killen, alles klar. Zuerst die Informationen beschaffen, die man braucht, und dann kann man ihn ohne Probleme killen. Das ist die NSA-Methode. Ups. Gut. Dachte, der rennt hier Richtung... Okay, hier gibt's gar keinen Alarm. This door is locked. Find a computer. Den haben wir hier rechts. Glaube ich. Was? Was? Enter the Matrix? What? Hä? Was muss ich jetzt hier genau machen? 0, 1, 0, 1. Hä? Okay, Moment. 0, 0, 0, 1. Okay, das. Hä? Es ist einfach Trial and Error? Ich verstehe es nicht. Machen wir mal die 2. Das ist 0.
0. 1, 0. Ebenfalls falsch. Gut, dann machen wir Nummer 3. Das ist 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Ah, okay. Security System Shutdown. Was haben wir hier? Picked up Shetlands Laptop. Objective complete? Okay. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Also das Computer-Hacking, das gefällt mir nicht ganz so gut. Fisher, here is Grimm's Sortier. She has something to ask. Fisher, find a computer to send me the information from Shetland's memory stick. Good. Das sollte doch hier das geringste Problem sein, wollte ich sagen. Und tschüss. In dem Komplex sollte sich irgendwo auf jeden Fall ein Computer befinden. Moment, können wir da rein? Können wir sogar. Gegner scheint zu respawnen. Oder das ist eine komplett neue Area. Ich glaube eher letzteres. Schalten wir ihn mal aus. Was denn? Junge! Hat er Augen im Hinterkopf oder was? Ah, da hinten haben wir sogar einen Computer. Sehr gut. Und der ist auch nicht der hellste. Und jetzt sowieso nicht mehr. Really? Eines meiner Lieblingsrätsel. Super. Oh Gott. Moment. So? Gott, und dann noch mit Time Limit, ne? Das ist geil. Moment, fangen wir mal von hier aus an, vielleicht, ja. Ich glaube, die drei müssen auf jeden Fall zusammenkommen irgendwie, oder? Ist nur die Frage, wie das dann jetzt hier funktioniert. Oder müssen wir das da unten nachbauen? Nee. Nee, das ist ja komplett anders. So. Haben wir irgendwie einen leichteren Computer irgendwo? This door is locked, find... Ach so. Ja, nee, dann... Fuck it. Jetzt... Also war das der richtige Weg, oder was? Oh Gott. Ich hasse solche Rätsel, ey. Moment, so. Da sind wir vielleicht gerade hier irgendwas Heißem auf der Spur. So. So. Ne, so wird das nix, aber so vielleicht. Aha, okay, wir müssen nur das in eine Richtung machen. Alles klar, gut, das klappt. Ich dachte, das muss dreimal in eine Richtung gehen quasi. So, Moment. Hier oben vielleicht. So. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, das war schon der richtige Weg hier oben. Es geht auf jeden Fall nur in die Richtung.
Verdammt! So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Nochmal neu, oder was? Ja, natürlich. Ja, okay, einen Versuch machen wir noch, würde ich sagen. Gott, das ist nervig, solche Rätsel hier. Vor allem auf Zeit. Wenn es nicht auf Zeit wäre, dann wäre das ja okay. Noch einigermaßen. Aber so? So. Nummer 1. Wie soll das denn funktionieren jetzt? Wir können das hier nicht connecten da unten. Also wir haben nur die Dinger jetzt hier. Und die sind ja nicht mehr connected mit dem hier in der Mitte. Achso, ich nehme einfach das hier oben. Ja gut, Logo. Captain Time Waster. Ich gehe wieder denselben Weg, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall schon der richtige ist. Ha. Das ist echt schwer. Vielleicht soll ich mal von hier anfangen. Ah, komm mal einer an hier. Gott. Nee. Ich glaube, hier passe ich. Ich glaube, hier passe ich definitiv. Weil ich glaube, hier müssen wir... Also hier kommen wir auch nicht mehr raus aus dem Raum. Das heißt, wir müssen das Rätsel so oder so irgendwie schaffen. Und das ist definitiv nicht meine Art von Rätsel. Ja. Okay, gut. Dann Moment. Mache ich nochmal kurz hier den Title Screen, damit hier auch alles passt. Gott, ey, nervige Rätsel auch noch mit eingebaut, ey. Das ist echt das Beste an so einem Game. Okay. Das war's dann für heute mit, kennt ihr noch, zu Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Generell auf jeden Fall ein ganz guter Nachfolger zum ersten Splinter Cell Teil auf dem Game Boy Advance. Also es wurde viel neues Gameplay mit reingemacht. Also ich glaube, die verschiedenen Waffen gab es vorher auch schon, das ist klar. Aber mittlerweile eben, dass man eben auch Gegner außerhalb des Sichtfelds, also in die Schatten eben ziehen muss. Generell das Computerhacking, was ja jetzt immer noch, auch noch mit dazu kam, was ein bisschen merkwürdig ist. Mit diesen komischen Matrix-Zahlen, die da durchscrollen, das kam ebenfalls mit hinzu. Genauso wie das, was wir gerade eben gesehen haben, das Computerhacking Nummer 2 ist es ja anscheinend. Mit dem die Spielzahl allerdings ein bisschen künstlich gestreckt wird, wenn man eben in diesen Puzzlen letzten Endes scheiße ist. So wie das bei mir letzten Endes eben auch der Fall ist. Aber generell auf jeden Fall ein extrem cooler Nachfolger. Leider übrigens auch schon der letzte Splinter Cell-Teil für den Game Boy Advance. Das heißt, die Tom Clancy Splinter Cell-Reihe hier auf, bei kennt ihr noch, ist dann doch nicht ganz so lang, wie ich eventuell zuerst geplant hatte. Mit Castlevania war es ja ein bisschen länger, weil da gab es ein paar mehr Games auf dem Game Boy. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein super Nachfolger. Generell kann ich nochmal erwähnen, ich werde definitiv, sobald Mini Ninjas durch ist, gibt's vielleicht eine kleine Pause und dann geht's weiter als Haupt-Let's Play quasi, geht's dann weiter mit Tom Clancy's Splinter Cell. Ich glaube, Mini Ninjas wird auch noch ein bisschen etwas länger gehen und dann kann ich bei Splinter Cell für den Game Boy Advance beim Let's Play dann wahrscheinlich direkt wieder von Anfang an einsteigen, weil vielleicht einige, die das Tutorial und ähnliches alles gar nicht mehr kennen. Und ja, dann wie gesagt, hoffe ich, dass euch das heutige kennt ihr noch gefallen hat zu Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Schreibt mir gerne übrigens mal in die Comments, wie ihr solche Rätsel, wie gerade hier am Ende, findet, weil ich persönlich, ohne Scheiß, ich habe da einen richtigen Hass drauf. Das Schlimmste, die schlimmsten Rätsel allerdings, die es gibt, sind Schieberätsel, definitiv, in dem ein Puzzleteil fehlt und man quasi immer nur einmal so schieben kann. Das ist mir das Schlimmste, aber das gerade eben, das kommt dem ungefähr relativ nah.
Aber ja, wie gesagt, das war's für Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen und natürlich auch das Video dazu. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, denn dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Und dann sehen wir uns beim nächsten, kennt ihr noch, oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.